So einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute hier gemeinsam mit Markets am 13. September 2021. Wir wollen uns wie gewohnt einen Blick auf die Märkte gönnen und natürlich die jüngsten Hot News jetzt verarbeiten, die erstaunlicherweise nicht die Reaktion nach sich ziehen, die man eigentlich erwarten würde oder vielleicht mit Verzögerung. Welche News meine ich? Die News, dass wir damit rechnen sollten, jetzt sehr konkret, dass es eben auf der FED-Sitzung am 22. September, also nächste Woche Mittwoch, eine Ankündigung gibt im Hinblick auf einen Taper und dass dieser beginnen soll dann ab November, Größenordnung 15 Milliarden ungefähr, die dann pro Monat die Anleiheaufkäufe reduziert werden sollen. Das, was wir erwarten würden, wäre eigentlich, dass der Markt stärker unter Druck gerät. Erste Anzeichen einer solchen Korrekturbewegung im S&P, auch im Nasdaq, aber primär eigentlich im S&P und auch ein Ansteigen der Volatilität war erkennbar in den Freitagsschluss hinein. Es wurde ergänzt noch mit dann auch einsetzenden Spekulationen. Da gab es nämlich dann über den Tag auch News, dass eben Insider anfangen, eben aus möglichen Interessenskonflikten Positionen zu reduzieren. Und das sind nicht irgendwelche Insider, sondern das sind richtige Insider. Das sind nämlich Herr Kaplan und Herr Rosengreen, die im Millionenbereich Portfolios eben tatsächlich aufgebaut haben als FED-Offizielle und in diesem Zusammenhang jetzt erkannt haben, dass eventuell ihre Portfolios dort potenzielle Second Guesses nach sich ziehen oder Fragen aufwerfen eventuell, inwiefern dort nicht Interessenskonflikte und das Wissen um den geldpolitischen Kurs seitens der FED dort vielleicht diese Engagements mit befeuert haben. Nun ja, wie auch immer geartet, nicht, dass es überraschend käme. Kleptokratie ist, glaube ich, gerade ziemlich en vogue, jedenfalls in der politischen in den politischen Kreisen, sei es jetzt im Notenbanker-Politikkreis oder sei es auch generell in der Politik. Ich denke nicht, dass da irgendjemand unter uns hier ganz besonders, die sich mit den Märkten beschäftigen, überrascht ist, dass dort diese Bereicherung dort stattfindet. Was natürlich aber die Frage aufwirft, ob da nicht eventuell dann natürlich jetzt schon das Wissen eben auch besteht, dass dort eine Reduktion der Anleihevorwürfe, die dann jetzt verkündet wird, also beziehungsweise deutlich erwartet wird, dass das den Grund dafür gibt, dass diese Positionen wiederum reduziert werden, was eben die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass jetzt eine Korrektur ansteht. Lange Rede, kurzer Sinn, der DAX präsentiert sich aktuell jedenfalls noch stark und das ist das, was uns heute durchaus interessieren wird, nämlich zu schauen, was dort zu erwarten ist dann für die kommenden Tage eventuell und ob diese Bewegung, die wir jetzt gerade zu sehen bekommen, eventuell eher so ein letztes Aufbäumen ist, bevor es dann einen stärkeren Push auf der Unterseite getragen, besonders durch eine Korrektur in den US-Märkten gibt. Ja, darauf wollen wir gleich blicken. Zunächst einmal, wie gewohnt natürlich hier, der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Der Hebeleffekt im Trading, der kann für einen, der kann gegen einen wirken. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil entscheidet man sich, ob man sich für den Handel eignet. Den vollständigen Risikohinweis findet man auf markets.com/de. Dort auch das komplette Produktportfolio neben CFDs, FX, Multi-Asset Brokerage, bedeutet also physische Aktien, ETFs und dergleichen. Informationen darüber hinaus gerne per E-Mail an die Elena, die euch dort gerne dann auch eure Fragen entsprechend beantwortet. Wenn ihr Fragen an mich habt, rund um die Märkte, jederzeit gerne. Märkte, die ihr gerne betrachtet sehen wollt, wo ihr eine Einschätzung wünscht und dergleichen, würde ich hier natürlich mit dem Morning Meeting aufnehmen. Kontaktiert mich gerne sowohl in der Chatbox unterhalb des Videos, während des Events jetzt in der Chatbox, während des Handelstages über Twitter oder auch über die Webseite meinerseits jk-trading.com/forum. Und habt ihr auch die Möglichkeit, täglich euch auszutauschen, nicht nur mit mir übrigens, sondern auch mit anderen Trading-Gleichgesinnten. Und ja, das also zur Einführung. Wir switchen einmal hier rüber in die MarketsX-Handelsplattform, von der ich jetzt gerade indirekt schon sprach, Stichwort Demo. Ich stelle mal ganz kurz hier einmal den Link ein in die, zack, in die Chatbox. Hier könnt ihr euch eine Demo herunterladen. Und ja, das wäre es dann soweit erstmal im Hinblick auf Links gewesen. Ich schaue mal jetzt ganz kurz noch hier einmal einen kurzen Augenblick. Einen Moment, hier haben wir den Ton wegschalten. Schau noch einmal ganz kurz ins Backend hier bei YouTube. Das mache ich auch noch mal ganz kurz auf. Und dann werfen wir, wie gesagt, den Blick auf den DAX, der hier schon entsprechend diesen bullischen Drive, den ich dort thematisierte, offenbart. Die Linie hier, die passe ich vielleicht mal ganz kurz an. Da machen wir mal eine blaufarbene Linie vielleicht raus, um die ein bisschen abzuheben. Das wäre so eine Orientierung auf der Oberseite, welche im Bereich vielleicht angelaufen wird. Also, wie gesagt, das, was aktuell eben Thema ist,
was auch hier den Abgabedruck in den letzten Wochenschluss hinein erklärt. Wir haben schon so eine leicht bärische Tendenz gesehen, eigentlich den kompletten Freitag über. Also das war von vorn ab, von vorn weg ist der Spider und auch die Qs, also das heißt der S&P 500 und der ETF auf den S&P 500 und dann auch der Tech-Sektor unter Druck gewesen, hat fortwährend Abgabedruck eben tatsächlich gesehen. Wie gesagt, primär wahrscheinlich begünstigt durch diese Meldung, dass dort Herr Kaplan bzw. Herr Rosengreen beginnen, ihre Portfolios zu reduzieren. Es wird der Interessenskonflikt vorgeschoben, aber im Gesamtkontext mutet das sehr seltsam an. So möchte ich es mal formulieren und wirft natürlich die Frage auf, ob die Informationen haben, die sie mit Sicherheit haben, die wir vielleicht noch nicht haben, im Hinblick, wie gesagt, auf einen Taper, der dort eingeleitet werden könnte. Diese News lief dann auch übers Wochenende eben entsprechend über den Ticker. Ja, und dieser Abgabedruck, der hat dann eben hier erstmal dafür gesorgt, dass natürlich auch der DAX gegen diese Region hier um 15.700 Punkte entsprechend überrollte. Wir hatten diesen Bereich thematisiert ja auch im Morning Meeting, erinnert euch dran. Das war ja eine Region, wo ich so ein bisschen die Frage aufwarf, ob es nicht vielleicht hier jetzt ein bisschen hakeliger auf der Oberseite wird, wir abwarten müssen. Wir toppten dann erstmal während des europäischen Handels auf. Aus und dann, wie gesagt, der stärkere, naja, also wir wollen es nicht überdramatisieren, aber das, der Push auf der Unterseite, der folgt dann eben über die US-Märkte und wir haben auch einen relativ schwachen Schluss eben tatsächlich gesehen. Und ist umso überraschender, ehrlich gesagt, dass wir uns gerade derart positiv präsentieren. Also ein Taper, auch von der Fed nicht nur in Aussicht gestellt ja jetzt, sondern eben auch seitens der EZB, der keinen stark bärischen Impuls nach sich zieht, mutet jedenfalls sehr seltsam an, so würde ich es mal formulieren. Es ist eine Option, dass es nicht bärisch aufgefasst wird, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, mir fehlen so ein bisschen nicht die Worte, aber zumindest die Erklärung dafür, wieso der Markt darauf nicht stärker korrektiv reagiert. Also das ist etwas, da finde ich für mich keinen plausiblen Grund, was den Markt hier jetzt in irgendeiner Form prosperieren lässt. Wir hatten eine ähnliche Reaktion, hatten wir ja schon eigentlich auch am Donnerstag mit der EZB. Die hatte etwas Ähnliches in Aussicht gestellt und ich hatte das dann auch in der Headline für die Analyse, glaube ich, für Freitag genauso thematisiert gehabt. Ich habe ja täglich eine DAX-Analyse, die ich dann auf meiner Webseite einstelle, wo ich sage, ein Taper, der eben hier für die Aktienmärkte nicht bärisch interpretiert wird, mutet irgendwie etwas, wie soll ich sagen, es mutet irgendwie einfach seltsam an. Also das war, wie gesagt, ist ein Taper, der die DAX-Bullen an der Stelle eben glücklich macht, bezogen auf den DAX, aber bezogen eben auch auf beispielsweise US-Märkte, ist das wirklich ein Taper? Und das ist eben durchaus etwas, was nicht passt einfach, aber was dennoch die Möglichkeit gibt, entsprechende Rückschlüsse zu ziehen, weil wir haben jetzt eben tatsächlich, zumindest auch kurzfristig tatsächlich, nicht nur zumindest sozusagen, sondern generell kurzfristig, wir haben halt ein interessantes Umfeld. Wir sehen einen bullischen Impuls, der irgendwie keinen Sinn zu machen scheint. Du erwartest eigentlich auf einen, wie gesagt, Taper-Announcement oder Spekulation eher Abgabedruck. Du siehst aber hier eine bullische Bewegung. Was du auch siehst, also das sind jetzt Aufschläge vom Schlusskurs hier, der am Freitag im Bereich um 15.550 liegt, haben wir hier Aufschläge in der Größenordnung von rund 1%, die der DAX im positiven Territorium tradet. Wenn wir uns das gleiche Bild anschauen, hier im S&P 500, dann sehen wir, ja, der ist zwar auch bullisch oder beziehungsweise aktuell freundlich, aber was wir eben auch erkennen können ist, wir haben erstmal unser, ich nenne es jetzt mal Schlüssellevel unterschritten, welches ich um 4.500 Punkte sehe. Das ist diese schwarzfarbene horizontale Linie, die wir hier haben. Schluss darunter zu sehen bekommen im Bereich der Tagestiefs. Also kleine Gegenbewegungen im Schluss, aber nichtsdestotrotz, das ist deutlich erkennbar, der Abgabedruck, der dort gleich vom Open stattgefunden hat. Kleine Korrektur in den Mittagshandel hinein am Freitag, nur um dann eben nochmal einen deutlicheren Schub auf der Unterseite zu sehen zu bekommen. Und dieser Schluss insgesamt, ja, auch unterhalb von 4.500 Punkten an dieser Stelle, im Bereich der Tagestiefs, ist eigentlich alles andere als positiv zu wirken. Und wir haben es bis dato auch nicht geschafft, die 4.500er Marke, also hier dieses psychologisch relevante Level und somit diese schwarz-horizontale Linie zurückzuerobern. Und ausgehend hiervon können wir jetzt Folgendes machen. Wir können nämlich einen Rückschluss darauf ziehen, was wir eigentlich sehen wollen, beziehungsweise wann es gilt, vorsichtig zu sein. Und zwar ist es so, wenn wir es nicht schaffen, und ehrlich gesprochen sieht es danach derzeit nicht aus, wenn wir es nicht schaffen, bis zur Marktöffnung um 15.30 Uhr die 4.500 zurückzuerobern, dann besteht eine realistische Chance, eine ernstzunehmende Chance, ich würde sagen sogar deutlich größer 50%, dass wir noch einmal den Bereich um diese Tiefs von Freitag eben anlaufen und wo wir dann natürlich uns die Frage stellen müssen, ich zeichne das mal ganz kurz hier ein, ist ein bisschen verrückt, ist nicht schlimm, einen Moment. Im
besteht eine ernsthafte Chance, dass wir diesen Aufwärtstrendkanal hier auf der Unterseite verlassen und dann weiteres bärisches Momentum eben eingeleitet sehen, was dann in diesem Zusammenhang früher oder später ein Test vielleicht dann auch der 4200er Region nach sich zieht. Mal gucken, ob es so eine tiefe Korrektur gibt. Erstes Ziel liegt erstmal um 4370, vielleicht 4400, 400 Punkte ungefähr. Sofern wir diesen Bereich unterschreiten, könnte es dann eine tiefere Korrektur geben. Das ist auf jeden Fall etwas, was wir auf dem Schirm haben sollten. Also die Aufschläge hier vom Schlusskurs im S&P belaufen sich aktuell von roundabout 4460 jetzt auf gefilde 4480 auf weniger als ein halbes Prozent. Bei zeitgleich 1% und mehr Aufschlägen im europäischen Handel. Das ist eigentlich etwas, das deutet nicht wirklich auf Stärke hin, beziehungsweise stellt das auf ein sehr, sehr fragiles Fundament, was wir gerade in Europa beziehungsweise im DAX zu sehen bekommen. Und das sollten wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Und auch im aktuellen Umfeld. Also derzeit, es bauen sich gefühlt Spannungen auf. Also und Marktteilnehmer, die werden auch ein bisschen nervöser. Also jedenfalls so, wie man den Bias ablesen kann aus sozialen Medien an dieser Stelle. Und sobald sich beginnt, diese Spekulation hier rund um den Taper jetzt nicht nur zu manifestieren, sondern auch in der Risikoaversion wiederzuspiegeln und dann eventuell einen Gewinn mitnahmen, weil man eben sagt, wir haben jetzt nicht nur eine Reduktion der Anleiheaufkäufe, sondern wir haben parallel dazu eben auch noch diese News hier, die eine gewisse Brisanz birgt. Ich habe das schon relativ ketzerisch eigentlich am Freitag. Also die News, die lief relativ früh eigentlich schon über den Ticker. Das war dann schon, wenn ich jetzt richtig zusammenbekomme, glaube ich sogar schon am Donnerstagabend nachbörslich, glaube ich, ein Thema. Und also nochmal, also Herr Kaplan, Herr Rosengreen, eben die jetzt Boston und Dallas Fed, die sind die Leader, die Chefs dieser Notenbanken, die stoßen diese Position ausgehend von Interessenskonflikten, die sie da irgendwie ausgemacht haben oder worauf sie hingewiesen wurden oder wie auch immer geartet. Stoßen diese Positionen ab und das ist eben ein eventuelles Indiz dafür, dass wir vielleicht nahe eines Tops, mindestens eines kurzfristigen Tops sind, denn solche Insider, die verkaufen normalerweise nicht im Bereich des Bodens, also die haben ausgehend von ihrem Standing als Notenbanker natürlich Insider-Informationen, die an dieser Stelle wahrscheinlich eher zu ihren Gunsten genutzt werden und eher unwahrscheinlich zu ihren Ungunsten. Und die werden auch keine Liquiditätsengpässe haben, dass sie irgendwelche Fire Sales auf den Weg bringen müssen, um irgendwelche Hypotheken oder dergleichen abzuzahlen. Also es hört sich jetzt sehr, sehr plump, sehr polemisch an vielleicht, aber sind wir ehrlich, also wir sind alle erwachsen und wir wissen alle sicherlich, dass dort nicht alles mit rechten Dingen und sauber zugeht, ganz besonders nicht im Hinblick auf Politik und auch nicht auf Notenbankpolitik und dergleichen und dass dahinter den Kulissen wahrscheinlich einige Deals oder beziehungsweise Informationen auch genutzt werden, um sich zu bereichern, ist etwas. Ich glaube, das sollten wir im Laufe der letzten 12 bis 18 Monate im Hinblick auf auch diverse politische Entscheidungen, Maskendeals und dergleichen wahrscheinlich allerspätestens gelernt haben. Und demnach, wie auch immer man dazu moralisch steht und was auch immer man eine Meinung für hat, Fakt ist auf jeden Fall, ich würde aus dieser Information eher sehen, dass der Markt sich im Bereich eines kurzfristigen Tops eben befindet. Auch wenn ich das alleinstehend nicht nutzen würde, aber diese News, die jetzt übers Wochenende übrigens über den Ticker gelaufen ist, beziehungsweise schon am Freitagabend dann begann ein Thema zu sein, hier kann man sehen, also Mick Timi Raus, das ist glaube ich sein Name, ja. September 10th, also das ist Freitag, 5:30 am Eastern Time. Also das bedeutet etwas anders formuliert, das ist schon eigentlich seit Freitag Mittag roundabout ein Thema. Wie gesagt, korrespondiert, also schaut euch hier diesen Timestamp an. Ja, das ist um 11:30 Uhr. Unserer Zeit, mitteleuropäischer Zeit, das tatsächlich das Morning Meeting ist da gerade durch gewesen, als diese News über den Ticker lauf und dieser Retweet hier meinerseits, mal gucken, ob der auch einen Timestamp drin hat, diese News, September 9th schon, okay, interessant, also das war mir zu dem Zeitpunkt nicht bekannt hier an der Stelle, aber wir sehen ganz früher morgen am Freitag, also 8:09 PM Eastern Time, ist nochmal 6 Stunden drauf, das ist 2 Uhr morgens unserer Zeit, das ist dann im Laufe des Freitags mir erst bewusst geworden und hab das bei mir in die Timeline laufen sehen, aber wie gesagt, ihr seht, dass das zeitlich, dass es 10 Stunden Versatz sind an dieser Stelle, dass diese News über den Ticker läuft, dass die Herrschaften von der Fed beginnen, ihre Portfolios in Anführungsstrichen aufzuräumen, beziehungsweise dann in dem Zusammenhang hier dieses Announcement des Tapers kommt. Also ein Shell, wer Böses dabei denkt, ich denke aber, dass man diese Informationen nutzen sollte und umso überraschender, dass sich der Markt darauf dann aktuell, jedenfalls in Europa, nicht bärisch präsentiert.
Das könnte man auch durchaus realistisch als Stärkesignal interpretieren, natürlich. Also, was jetzt mein Ablauf ist, ist, ich denke, Chance-Risiko-Verhältnis technisch, wenden wir das mal auf die aktuellen Trading-Perspektive an. Also, zum einen ist es so, wir haben eine überraschend starke Eröffnung zu sehen bekommen. Das sind Chance-Risiko-Verhältnis technisch, allerdings jetzt in ein attraktives Gefilde vorgestoßen, so möchte ich es mal nennen. Sprich, ich würde derzeit ohne die Information, wie der Markt dann, also in dem Fall der DAX, an der Stelle auf den S&P reagiert, wie sich der heute präsentiert, mich aktuell hier ungerne long präsentieren. Sollte es aber jetzt überraschenderweise, und das ist nicht das, was du erwarten würdest, zu einer Konsolidierung oberhalb von 15,7 am DAX kommen, zeitgleich der S&P zurück über 4.500 Punkte laufen und auch einen Tagesschluss oberhalb zu sehen bekommen, dann könnte das ein mega starkes bullisches Signal eben tatsächlich sein, weil der Markt in der Lage ist, ausgehend von diesen Unmengen an Liquidität, die mit der Zeit seitens der Fed ins System gegeben worden sind, dass der Markt einfach hier selbst einer Ankündigung einer Reduktion der Anleiheaufkäufe in der Lage ist, komplett wegzuatmen. Bedeutet, etwas anders formuliert, dass man das als sehr stark interpretieren sollte und dann auch ganz klar die Long-Seite favorisieren müsste in diesem Zusammenhang. Auch wenn es, wie gesagt, nicht das ist, was man erwarten würde. Also mich würde es dahingehend überraschen, weil ich einfach ein ganz klar bärisches Szenario skizziere, sollte der Taper stattfinden. Ich erwarte in dem Zusammenhang einen Anstieg der Volatilität, einen deutlichen Spike und am Halten, nicht nur oberhalb von 20 Punkten im VIX, sondern eventuell sogar potenziell über 30 Punkte dann früher oder später den Schub zu sehen zu bekommen. Einfach Unsicherheit, das, was wir kennen aus Taper-Spekulation oder Taper-Tantrum nennt man das, was dann eben auch in der jüngeren Vergangenheit sich gezeigt hat. Das haben wir in 2013 gesehen. Mit einer schärferen Korrekturbewegung. Wir haben gesehen, was passiert. Das ist jetzt nochmal ein Schritt weiter. Zinsanhebungszyklus, der eingeleitet wird. Reduktion der Anleihe, der Fettbilanz, Verzeihung, der Fettbilanz an dieser Stelle, welche Turbulenzen das nach sich gezogen hat. Also das ist etwas, du hast eine ganz klare Erwartungshaltung infolgedessen. Also das ist die These, die du formulierst. Und wenn diese komplett auf den Kopf gestellt wird, dann ist das eventuell ein Zeichen, dass es statt dieses scharfen Pull-ins, also wir reden nicht von Crash, aber scharfen Rücksetzers, der kurzzeitig mindestens mal erwartet werden sollte und wo ich sage, Korrekturbewegung 10% ist sehr realistisch im Zusammenhang mit dem S&P, auch innerhalb kürzester Zeit, saisonal bärisches Fenster, in dem wir uns befinden und dergleichen. Wenn diese These komplett negiert wird und selbst durch eben die Kommunikation also des Bestätigens dessen, was man erwartet hat, Reduktion der Anleiheaufkäufe, dass darauf kein bärischer Impuls folgt, dann ist das eher dahingehend zu interpretieren, dass wir uns nochmal wahrscheinlich anschnallen sollten und eventuell nochmal eine sehr deutliche Beschleunigung auf der Oberseite sehen. In dem Zusammenhang kommen wir natürlich dann auch relativ zügig hier zu Einzeltiteln, wo wir fragen, also sollte sich dieses Bild so darstellen? Ich denke nicht, dass es so kommt. Meine These sehe ich noch nicht negiert. Wir werden heute mit dem S&P vielleicht dann in den kommenden Tagen ein klares Signal sehen. Aber wenn es nicht gelingt, die 4,5 zurückzuerobern, dann ist dieses bullische Bild auf jeden Fall hinfällig. Dann denke ich, dass wir hier eher nochmal einen schärferen Schub auf der Unterseite sehen. Sollte es allerdings auf den Kopf gestellt werden, dann finde ich plötzlich Titel wie zum Beispiel Nvidia mega interessant von der Long-Seite. Warum? Weil Nvidia sich trotz dieses sehr, sehr starken Laufs hier auf der Oberseite und im Grunde genommen, man könnte sagen, grob gesprochen, eigentlich als Paradebeispiel für einen antizyklischen Trade mit Ziel Retest der 200er Region bietet sich eigentlich förmlich an. Dass das dann hier ein extrem starkes Signal ist, dass wir oberhalb von 220 schon seit geraumer Zeit jetzt konsolidieren können. Also sprich etwas anders formuliert, es ist durchaus denkbar, dass wir dann in diesem Zusammenhang hier einen sehr stark bullischen Break sehen und in solch einem bullischen Szenario, wie ich es gerade skizziert habe, auch wenn ich es als unwahrscheinlich erachte, aber dann hier mit Nvidia eventuell sich ein sehr, sehr attraktiver Kandidat eben wiederfindet. Das spiegelt sich auch dahingehend wieder, wie sich Nvidia am Freitag zum Beispiel präsentiert hat. Also wir müssen immer uns mal vor Augen führen, wir haben eigentlich kontinuierlich vom Opening weg Abgabedruck gesehen. Wir können gleich nochmal auf die Qs auch schauen, auf den Technologiesektor, in dem Fall für den Nasdaq. Wir haben fortwährend eigentlich Abgabedruck gesehen. Und nichtsdestotrotz hat sich Nvidia vom Open weg bullish präsentiert. Also das heißt, wir haben hier um 15:30 Uhr haben wir einen starken Opening Drive gesehen, von 2,21 rauf bis in Gefilde 2,25, 2,26. Also es war eigentlich jetzt
Das war jetzt nicht irgendwie, dass wir eine ganze ATR da irgendwie zugelegt haben oder dergleichen, aber es war dennoch ein sehr deutlich bullisches Signal. Und wir haben auch einen Großteil dieser Aufschläge vom Opening weg verteidigen können. Also wir haben in Nvidia einen bullischen Schluss gesehen für den Tag, trotz dieses übergesehen eher sich bärisch präsentierenden Umfelds. Und das war auch ein ganz klares Signal relativer Stärke. Also das könnte, anders als ich es erwartet hätte, scharfer Pull-In-Kandidat zu sein. Nochmal Retest der 200, beziehungsweise vielleicht sogar ein Schub unter die 200er Marke, 180 vielleicht, könnte das eben hier ein deutliches Signal sein, dass da eher wir uns nochmal auf einen bullischen Breakout vorbereiten sollten. Sollte sich jetzt dieses übergeordnet schwache Bild nicht beginnen zu manifestieren, trotz der Aussicht eben auf diese Reduktion der Anleiheaufkäufe durch die Fed an dieser Stelle. Zweiter Kandidat für solch einen bullischen Lauf ist Tesla. Auch Tesla hat einen erstaunlich starken Lauf gesehen ja schon. Jetzt am Freitag hat Tesla allerdings dann angefangen, auch so ein bisschen zu bluten, in Anführungsstrichen, möchte man mal sagen. Also wir haben hier ab Freitag gesehen, von 57 sind wir dann nochmal deutlicher unter Druck geraten, haben $20 eben Einbußen gesehen. Was allerdings vor dem Hintergrund des jüngsten Laufs, den wir hier gesehen haben, jetzt keine so große Überraschung ist. Man kann es ja auch hier noch sehen. Das ist dieses Szenario, was ich eigentlich skizziert habe, wo ich sagte, ein Abprall gegen diese Region, Pull-in. Da haben wir eigentlich hier eine potenziell sehr attraktive Region, gegen die man sich long positionieren könnte. Das wäre so der Bereich vielleicht nochmal um 700. Den würde ich auf jeden Fall näher beleuchten. Sollte vielleicht sich kurzzeitig zwar so ein Flush-Szenario herauskristallisieren, aber dann eben kein sogenannter Follow-through stattfinden. Also so ähnlich, wie wir das zu sehen bekommen haben in den letzten Tagen, oder in den letzten Tagen nicht, in den letzten Monaten. Also im Juli bereits mit diesem starken Pull-in mal, kurzer Anstieg der Volatilität und dann Fonds innerhalb von 3 Tagen wieder neue Hochs markiert. Dann nochmal Mitte August war es ungefähr, scharfer Pull-in, innerhalb von wenigen Tagen höhere Hochs markiert. Und dieses Szenario, das könnte sich hier jetzt eben tatsächlich für auch dann Tesla nochmal widerspiegeln. Das bedeutet, wenn wir hier einen Rücksetzer in Richtung der 700er Gefilde sehen, aber der Markt eben kein weiteres bärisches Momentum beginnt aufzubauen, sich nicht irgendwie ein stark bärischer Skepsis beginnt zu etablieren, dann ist das eventuell Chance-Risiko-Verhältnis technisch auch eine attraktive Region, gegen die man sich hier long positionieren kann, mit dem Ziel, dass es eher früher als später zu einer Attacke auf und Bruch über die 780, 800er Region kommt und wir uns dann in Richtung der Allzeithochs auch hier wieder aufmachen. Also das ist durchaus ein Szenario, das widerspricht eigentlich dem, was ich erwarten würde, aber es spiegelt sich oder es ist etwas, was ich eben ausgehend von der jetzt Vorstellung des Marktes eben durchaus in Betracht ziehen muss. Also meinen Horizont zu erweitern und eben mich zu fragen, ich habe zwar eine ganz klare These, aber die könnte komplett falsch sein und sich so nicht beginnen zu widerzuspiegeln. Wir sehen jetzt erste Anzeichen, dass da eventuell mit der These was falsch ist, beziehungsweise meine Einschätzung einfach nicht korrekt ist, dass Vola anzieht, weil die europäischen Märkte sich diesem entziehen können, was wir ausgehend von der relativen Stärke und auch der Aussicht auf den Taper, also das ist ja auch etwas, was die EZB irgendwie zwischen den Zeilen hat mitschwingen lassen. Man sprach irgendwie von Taper. Jetzt keiner weiß genau, wie viel Reduktion der Anleiheaufkäufe stattfinden soll, aber es ist ein Thema. Und dass der Markt darauf ebenfalls nicht bärisch reagiert, eine Reduktion der Anleiheaufkäufe, eine Verknappung der Liquidität, die zur Verfügung gestellt wird, das ist eigentlich ein sehr, sehr starkes Signal. Und das gilt es auch entsprechend zu interpretieren, die Price Action dann genau so eben auch zu verstehen, seinen Horizont zu erweitern, zu sagen, ich war falsch, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht dann an der Stelle vom Short in den Long-Modus eventuell switchen könnte. Und also das ist durchaus etwas, wo jetzt auch dann diese Einzeltitel von Interesse sind, wie gesagt, wie Tesla oder beispielsweise Nvidia. Auch ein potenziell interessanter Kandidat ist eine Firma, die wird wahrscheinlich kaum einmal auf dem Schirm haben, aber die war bockstark am Freitag. Die hat mich wirklich beeindruckt. Ich hatte das kurz in der Discord-Community zum Thema gemacht. Affirm Holdings, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm, nach den starken Earnings, die sie da veröffentlicht hatten. Am Donnerstag schon nachbörslich. Wir hatten sie nicht Morning Meeting zum Thema gemacht und dergleichen. Allerdings poppte sie dann in meiner Watchlist am Freitag auf und hat sich nach durchwachsenem Start, so will ich es mal formulieren, hat sich nach durchwachsenem Start wirklich mega stark präsentiert. Ganz kurz, wer ist Affirm? Ich will mal kurz Folgendes machen. Ich habe dazu nämlich noch ein Playbook zusammengeschrieben und ich habe auch vor, dazu ein Tutorial zu machen. Und zwar so.
Also das sind die Trade Fundamentals für dieses Playbook eben tatsächlich. Ausgehend von den technischen Leveln und dergleichen. Hier ist ganz kurz eine Übersicht darüber, wer ist Affirm. Also Affirm Holdings ist 2012 gegründet, relativ junges Unternehmen. Ist ein Finanzdienstleister für Ratenkredite. Und eine Verbraucher-App, das war glaube ich in 2017 auf den Weg gebracht. Und hier mit dieser App kann man eben Kredite für Einkäufe bei beliebigen Einzelhändlern aufnehmen. Hat eine Partnerschaft mit Walmart verkündet. Das war in 2018, 2019, das ist immerhin ein Big Player im Einzelhandelsbereich, logischerweise der größte Einzelhandelsvertreter, den es gibt, wie wir das ja auch jüngst jetzt gesehen haben mit starken Earnings. Was allerdings dann stattgefunden hat, war, und das hat einen Schub über 100 Dollar nach sich gezogen, der jetzt auch weitergetragen wurde, es wurde nämlich eine Kooperation mit Amazon verkündet. Das ist tatsächlich Ende August gewesen. Und jetzt kommen ergänzend zu dieser Kooperation mit Amazon eben extrem starke Earnings. Der Umsatz stieg um 71% auf 261,8 Millionen. Erwartet wurden 226,4. Zahl aktiver User ganz besonders ist 7,1 Millionen. Hat sich im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdoppelt. Und man hat ergänzend dafür, vielleicht auch basierend auf dieser jetzt jüngst verkündeten Kooperation mit Amazon, eine Guidance für 2020 ausgegeben, die deutlich, deutlich, ein bisschen übertreiben, aber die auf jeden Fall oberhalb dessen lag, was der Markt erwartet. Und das hat dazu geführt, dass wir erstmal schon mal ein recht scharfes Gap aufwärts gesehen haben. Hier kann man sehen, dass die Aktie ist mit über 20% nach oben gegappt. Was natürlich im übergeordneten Umfeld so ein bisschen die Frage war, können wir jetzt wirklich eigentlich erwarten, dass da ein Follow-through stattfindet? Und wir hatten dann, ich gehe mal ganz kurz hier drauf, das waren meine Level, die ich da thematisiert hatte. Ich hatte gesagt, die 111 ist ganz interessant und dann auch nochmal die 107. Und es gab zwei Szenarien, die ich dann allerdings anpassen musste. Also die haben sich nicht ganz so dargestellt. Wenn starker Opening Drive, können wir gleich skippen, weil der hat nicht stattgefunden. Es gab keinen starken Opening Drive, stattdessen gab es einen Pull-In. Und wir konnten auch nicht die 111 halten, sondern wir haben unter die 111 einen Flush gesehen. Sind tatsächlich sogar bis, ich glaube sogar 107, 106 glaube ich sogar gelaufen. Also ist auch eine verhältnismäßig volatile Aktie tatsächlich. Das können wir hier vielleicht mal ganz kurz einfangen. So. Das fällt gar nicht so stark auf, aber hier kann man das erkennen. Das war die Eröffnung. Also wir rollen hier kurz nach der Markteröffnung über. Das ist der Bereich um 111 Pi mal Daumen. Mal gucken. Ja, das ist, die Darstellung ist nicht ganz so optimal. Moment, wir machen mal kurz Folgendes. Ich gehe mal hier in meinen Chart. Da haben wir dann auch den nachbörslichen Handel. Also hier konnte man sehen, das war eine relativ starke Performance eigentlich. Und wir hatten auch ein klares Level auf der Oberseite. Das war so der Bereich um 115. Wenn wir sagen, über 115, dann sind wir eigentlich off the races. Und als der Bruch dann auch hier stattgefunden hat, das war gegen 17 Uhr, haben wir dann auch entsprechend diesen starken Trend gesehen, der uns über 120 sogar geführt hat, 125 sogar, 126 in der Spitze. Aber die Eröffnung, die war halt ein bisschen durchwachsen. Wir haben halt hier die 111 zur Eröffnung nicht halten können, sind erstmal unter Druck geraten und sind dann bis 107, teilweise sogar bis 106 hier kurz oder drunter gelaufen. Was dann allerdings interessant war, das hat übrigens hier, das Bild, was wir hier gesehen haben, das war relativ ähnlich zu dem, was wir auch nach Amazon gesehen haben. Also nachdem diese News mit Amazon über den Ticker lief, muss ein bisschen in die Investoren zurückgehen, da sehen wir auch hier, müssen noch zurück, zack, so, da kam die News mit der Kooperation Amazon, wir haben von dieser erstmal scharfen Pull-In gesehen, aber haben uns eben auch hier relativ hakelig dargestellt. Also eigentlich bist du auf eine Kooperation mit so einem Big Player wie Amazon, bist du eigentlich wesentlich positiver für die Aktie oder die Erwartung. Und die hat sich nicht so wirklich widergespiegelt. Deswegen, diese verhaltene Reaktion, die war jetzt nicht so überraschend, aber im Gegensatz zu dem, was wir hier zu sehen bekommen haben, gelang relativ früh eigentlich eine Rückeroberung von WeWop. Also hier hat das gedauert, eben tatsächlich deutlich uns oberhalb von WeWop zu stabilisieren. Wir sahen dann auch hier nochmal so ein Rollover, das war 18, 19 Uhr. Hat sich nicht so wirklich abgestoßen auf der Oberseite. Und diesmal war es anders. Diesmal war es dahingehend nämlich anders, dass wir nach diesem kurzen Flush zur Eröffnung relativ zügig über WeWork gelaufen sind. Das war hier noch nicht mein Signal, ehrlich gesagt, sondern das, was interessant war, war, dass wir dann mein Key-Level, und da habe ich dann meinen Gameplan begonnen so ein bisschen zu adaptieren, dass wir diese 111 haben zurückerobern können und uns auch deutlich haben drüber halten können. So, dann sehen wir nochmal eine Attacke, das war hier so gegen 16.30 Uhr, also eine Stunde ungefähr nach Marktöffnung, das ist ein 1-Minuten-Chart. Und dann sehen wir eben, WeWork wird fast auf den Punkt angelaufen und gehalten.
Und das war ein ganz klar bullisches Signal, was hier geliefert wurde, die es wahrscheinlich gemacht hat, dass es nochmal eine Attacke, vielleicht sogar einen Bruch dann über die 115 eben gibt. Und das ist dann, das hat stattgefunden. Ja, und alles Weitere ist dann fürs Bilderbuch gewesen. Also wir haben einen übergeordnet verhältnismäßig schwachen Tag gehabt. Wenn wir hier auf den Spider gehen zum Beispiel, sehen wir fortwährend Abgabedruck, konnte sich dann so ab 18 Uhr so ein bisschen stabilisieren, rollte nochmal über in den Abend hinein. Aber in diesem Umfeld hat sich Affirm komplett von dem übergeordneten Bild eben abgekoppelt und hat auch im Bereich der Tageshochs eben tatsächlich geschlossen. Und das ist eben durchaus etwas, was wirklich stark ist, was nicht nur ein sehr, sehr schönes Earnings Play eben gewesen ist, sondern auch was für heute tatsächlich dann, jetzt wird man sich nämlich fragen, okay, jetzt haben wir es nachbetrachtet, das ist jetzt ganz nett, aber Affirm ist jetzt auch nicht so, vielleicht so ein Langfristkandidat für ein Portfolio. Mal gucken, vielleicht arbeitet sich das heraus. Buy now, pay later ist so die Devise, die da eben Stichwort Ratenkredit und dergleichen eben eine Rolle spielt. Aber ist das jetzt wirklich besonders vom Hinblick auch dieser sich globale eintrübenden Situationen, konjunkturell wirklich so ein Kandidat, den man langfristig im Portfolio haben möchte? Wie gesagt, könnte durchaus ein Geheimfavorit sein vor dem Hintergrund eben dieser Kooperation mit diesen großen Spielern Amazon oder auch Walmart. Aber es ist auch für heute, für uns als Daytrader, unglaublich attraktiv, einfach weil das mal ein super starker Tagesschluss war in einem insgesamt sehr schwachen Umfeld. Also sprich etwas anders formuliert, sollte sich dieses bärische Szenario nicht beginnen zu manifestieren, sondern sich der übergeordnete Markt stark präsentieren, dann könnte das hier sogar nochmal ein Kandidat sein, der sogar in dem Bereich der Allzeithochs heute, vielleicht dann in den kommenden Tagen eben anläuft. Das mutet im ersten Moment ziemlich optimistisch an, denn die Allzeithochs, die wurden kurz nach dem IPO hier um $143, $145 markiert. Und das sind ausgehend hiervon ja rund nochmal $20 Aufschlagspotenzial. Aber dass die Aktie gut ist für solche Läufe, das hat sie in der jungen Vergangenheit gezeigt. Und die hat auch eine verhältnismäßig hohe ATR von $7 eben tatsächlich. Also so ein 2-3 ATR-Move, der ist durchaus im Bereich des Möglichen. Und also, das ist etwas, das habe ich dann auch hier entsprechend eingefangen. Ich will das mal kurz in der Slide zeigen. Habe nämlich dann natürlich auch Nachbetrachtung des Trades in diesem Zusammenhang mit eingepflegt. Und Ideen für den nächsten Tag, der heute ist, habe ich hier geschrieben: Second Day Play in AMT. Second Day, Moment, jetzt muss ich ganz kurz. In AMT? Ja, ich glaube, das ist falsch. Da habe ich was reingeschrieben, was ich nicht meine. Second Day Play durch Close. So, das reicht. AMT passt da nicht. So, okay, sehr gut. Also Second Day Play durch Close im Bereich von oberen 25% der Handelsspanne des Tages. Also hier habe ich es geschrieben. Die Handelsspanne hat am Freitag $19,61 betragen. Das ist ungefähr die vierfache ATR. Und wir haben nur $2,82 unter den Tageshochs notiert, also geschlossen. Sind 54 Millionen Stücke gehandelt worden, also auch ein extrem hohes Volumen. Und also, lange Rede, kurzer Sinn, die Wahrscheinlichkeit, dass es hier zu einem Follow-through kommt, besonders wenn sich das übergeordnete Bild eben hier weiter bullisch präsentiert, ist verhältnismäßig hoch. Also es ist auch ein potenziell schöner Trendkandidat, der sich auch sehr, sehr gut vielleicht im Bereich hier WeWop dann präsentiert. Der eine oder andere professionelle, institutionelle, so trifft es vielleicht besser. Institutionelle Marktteilnehmer, der wird sich an WeWop orientieren, vielleicht jetzt nach dieser News entsprechend hier dann beginnen zu akkumulieren. Die Institutional Ownership liegt bei 84,2% schon bereits, aber nichtsdestotrotz, da ist durchaus noch Potenzial gegeben. Und ja, also lange Rede, kurzer Sinn, das ist durchaus ein interessanter Kandidat, der hier einiges an bullischem Potenzial nochmal freisetzen kann und wo wir durchaus in der Lage sind, eventuell dann auch nochmal einen fortwährenden Schub auf der Oberseite zu sehen. Also Kürzel der Aktie ist AFRM oder Affirm Holdings. Und ja, also durchaus finde ich ein attraktiver Kandidat, der näheren Blick heute nach dieser Vorstellung am Freitag unter diesem massiven Volumen eben tatsächlich und den jüngsten fundamentalen auch Entwicklungen eben durchaus ein Kandidat, der da für die Long-Seite auch heute interessant sein könnte. So, kommen wir zum globalen makroökonomischen Bild nochmal zurück. Gucken wir uns nochmal in dem Zusammenhang hier Devisen an, natürlich, und werfen einen Blick auf auch Gold, auch auf den US-Dollar, auf den Euro-US-Dollar an der Stelle. Das ist auch erstaunlich, ehrlich gesagt. Warum ist das erstaunlich? Nun ja, also was wir nämlich erkennen können, ist ja, dass offensichtlich mit dem Taper seitens der Fed und dem Announcement jetzt ja offensichtlich Bullishness für den US-Dollar verbunden wird. Also das bedeutet, es wird schon vom Markt erwartet. Wir können das auch im Hinblick auf Gold beispielsweise sehen. Wir halten uns unterhalb von 1.800 US-Dollar pro Feinunze. Da werfen wir gleich auch noch einen Blick drauf.
Wir sehen hier einen deutlichen Rollover gegen den 1850er-Bereich. Den hatten wir ja auch zum Thema gemacht. Ich hatte gesagt, wenn wir den nicht zurückerobern können, dann ist das durchaus gleichbedeutend, in Anführungsstrichen, mit nochmal erhöhtem Potenzial, dass wir in den Bereich um 1,18 anlaufen und auch darunter schließen. Dann Gefilde anlaufen um 17, 17,50 und tiefer. Also das bedeutet, diese Taper-Spekulationen oder beziehungsweise die jetzt sich abzeichnende deutliche Richtung, es wird eine Taper-Ankündigung geben. Die spiegelt sich im Devisenbereich wieder. Nicht dramatisch, aber nichtsdestotrotz ausreichend, dass sie im derzeitigen Umfeld wahrgenommen werden kann. Also diese Bearishness, die ist deutlich erkennbar. Ja, aber dennoch spiegelt sich das halt überhaupt nicht im Equities-Bereich wieder. Und das überrascht dann, wie gesagt, du erwartest eigentlich Equities in dem Zusammenhang unter Druck. Und nochmal, das unterstreicht auch nochmal, vorsichtig zu sein im Hinblick auf die Nachhaltigkeit dessen, was uns gerade der DAX da präsentiert. Wenn ich jetzt hier ein Setup formulieren müsste, ich denke, dass das nicht der attraktivste Bereich wie weiterhin der Devisenbereich eben tatsächlich ist, aber dieser Bereich hier um so 18,05, 18,10, 18,15 hier, so diese Region um die ehemaligen Tiefs, das ist ein potenzieller Short-Trigger-Bereich mit einem Stop oberhalb von 18,50 an der Stelle. Haben wir ein klares Level, gegen das wir riskieren. Risiko von 40, 35, 40 Pips, Pi mal Daumen. Ziel bei der Sache, deutlicher Push zurück unter das 1,18er Level. Also das heißt, dass wir den Bereich dann, oder ja, deutlicher Push unter das 1,18er Level, richtig, dass wir den Bereich mindestens um 17,50 anlaufen, eher vielleicht sogar nochmal hier die Region, die Gefilde anlaufen, um die August-Tiefs. Pi mal Daumen um 16,60, 16,70 ungefähr als erstes Ziel, bringt uns CRV-technisch in Gefilde. Da sind wir mit einer Chance 120, 140 Pips an der Stelle. Bei einem Risk von 20, 30, 40 Pips ist CRV besser 3 zu 1 auf jeden Fall. Also scheint durchaus attraktiv zu sein. Aus dieser Perspektive, man muss ein bisschen Sitzfleisch mitbringen, einfach deswegen, weil die Volatilität sich im Devisenbereich weiterhin auf sehr, sehr niedrigen Niveaus eben tatsächlich widerspiegelt oder abspielt. Tatsächlich, wie gesagt, attraktivere Kandidaten hier im Devisenbereich oder wenn man plant, den US-Dollar infolge dieser Taper-Spekulation jetzt von der Long-Seite zu traden. Attraktiverer Kandidat eventuell in diesem Zusammenhang Gold, wo ich zwar insgesamt weiter eher die Long-Seite favorisiere, wenn ich das Bild übergeordnet betrachte, aber wo natürlich kurzfristig dennoch die ernstzunehmende Gefahr besteht und jetzt sich eventuell auch nochmal deutlich verstärkt präsentiert, dass wir eine Attacke auf und einen Push unter die 1780er Marke hier zu sehen bekommen. Also das untere Ende dieser Range-Begrenzung, erinnert euch daran, das war jenes Level, gegen was ich riskiert hätte. Bei eben entsprechend einem Pull-in nochmal gegen diesen Bereich, also der konservativere Stop, der mir ein bisschen mehr Luft gibt. Aggressivere Trader, die sagen eventuell hier schon bereits, wenn wir gegen die 810 nicht aufdrehen, so wie wir es dann nicht getan haben, dann bin ich allerspätestens unterhalb dieser Konsolidierung hier um 7,99 eventuell, 800 vielleicht, bin ich sogar raus aus dem Trade. Aber der konservativere Trade. Konservativere Trade und Trader an der Stelle 770, 775 eventuell und das ist jetzt das Key-Level auf der Unterseite. Bis jetzt hat es noch keine ernsthafte Attacke gegeben, aber auch die könnte durchaus zeitnah folgen, sollte das bärische Bild sich für den S&P beginnen zu manifestieren. Bleibt das aus, nochmal, dann wird Gold sowieso interessant, weil dann bin ich mal gespannt. Das Bild, was ich jetzt skizziert habe, ist, wie gesagt, ich erwarte persönlich den Push auf der Unterseite. Wenn der ausbleibt, ist das ein Stärkesignal für Equities, dann ist das ein Stärkesignal für den S&P, Stärkesignal für den DAX und dergleichen. Und dann bin ich aber dennoch nicht so wirklich, ich bin mir nicht wirklich klar darüber, in welche Richtung ich dann Gold erwarten würde. Denn in diesem Zusammenhang, da bliebe uns nichts anderes übrig, als einfach auf die Price Action abzuwarten, tatsächlich. Weil in solch einem Szenario, in dem trotz eines Tapers Equities bullish wären, wäre also am ehesten tatsächlich ein bärischer Impuls dennoch in Gold zu erwarten. Einfach deswegen, weil renditetechnisch natürlich Growth offensichtlich viel, viel mehr an Performance erwarten dürfte und dass dann vielleicht auch so eine Art FOMO-Impuls kommen könnte. Also sprich etwas anders formuliert, dass eben dann so eine Fear of Missing Out eben sich herauskristallisiert und die Marktteilnehmer, die jetzt auf einen Pull-in spekuliert haben, dass diese dann eventuell eben dann sagen, okay, jetzt müssen wir chasen, jetzt müssen wir eben auch ins letzte Quartal hinein Positionen aufbauen, Growth-Titel, beispielsweise Tesla in unserem Portfolio hochfahren, weil einfach da ein Outperformance-Potenzial erwartet werden kann und dann eben Value eher abstoßen. Value bedeutet an der Stelle ganz besonders eben auch Goldminenbetreiber abstoßen, was natürlich dann auch leichter fällt durch eben die ganz klare Korrelation, die da gegeben ist im Hinblick eben auf die Entwicklung im Goldpreis, den ich ebenfalls durch die zinslose
durch Zinslosigkeit, ja, durch eben dann hier die mangelnde Renditeaussicht dann eher unter Druck erwarten würde. Also kurzfristig jedenfalls. Wie gesagt, solange es ruhig bliebe im Markt, nochmal, Outperformance-Potenzial hast du just in jenem Moment, wo diese Taper-Spekulationen reinkommen. Dann gibt es vielleicht kurzzeitig einen Spike in Zinsen höher, auch den US-Dollar, der scharfen Push sieht. Equities gehen unter Druck. Das könnte auch kurzzeitig eben einen Flush dann in Gold nach sich ziehen. Aber dann würde ich in solch einem Szenario uns stabiler schon wieder gegen 1750 erwarten und gegen diesen Bereich eventuell ein schärferes Aufdrehen erwarten. Aber nochmal, das ist erstmal jetzt rein spekulativ. Hierhin ist es erstmal so, dass das Key-Level der Bereich um 775, 780 ist. Brechen wir unter diesem Bereich, ist erstmal weiteres bärisches Momentum zu erwarten. Sollten wir uns oberhalb halten, könnte es nochmal sein, dass es einen Versuch gibt, die 1800 zurückzuerobern. Das müssen wir aber schauen, ob das dann eben auch durch das übergeordnete Bild eben entsprechend mitgetragen würde. So, sprechen wir von Gold, sprechen wir auch mal von Silber. Silber ist weiter relativ schwach. Kurze Hoffnung hatten wir, das ist jetzt ziemlich genau, nicht ganz eine Woche her, aber am 8., das war am letzten Mittwoch, richtig, Donnerstag, Mittwoch. Donnerstag. Als wir hier gegen die 24 30er-Regionen gelaufen sind. Jetzt mittlerweile sind wir unter diesem Bereich gebrochen. Das hatte sich ja schon am Mittwoch abgezeichnet. Hier können wir diesen Bereich nicht zurückerobern und rollen jetzt erneut eben tatsächlich über. Sollte sich jetzt beginnen, hier weiteres bärisches Momentum aufzutürmen, dann ist durchaus nochmal denkbar, dass wir bis in gefühlt um 23 zurücksetzen. Also Silber ist weiterhin eher derzeit mit Vorsicht zu genießen. Ich bin längerfristig weiterhin positiv für Silber, besonders eben, wenn sich eben beginnt eine deutliche Skepsis in Bezug eben auf die Kontrolle, die die Fed an der Stelle noch hat, auch im Hinblick auf die Inflation, dass das eben global makroökonomisch dann für Assets wie ganz besonders Edelmetalle, Silber und eben auch Gold bullisch ist. Aber rein aus der charttechnischen Perspektive, solange wir es nicht schaffen, diese Abwärtstrendstruktur hier zu brechen, und somit uns dann auch, vielleicht möchte man vielleicht ein bisschen runtersprechen, oberhalb von 25 Dollar eben stabilisieren können, ist das eher ein Kandidat, der nochmal Potenzial hat, hier einen Schub auf der Unterseite zu sehen. Wie gesagt, erster halt im Bereich um 23, aber vielleicht sogar nochmal ein Kandidat, der sogar in Gefilde um 22 Dollar eben zurücksetzen könnte, sogar darunter fallen könnte. Das ist dann der Bereich um diese Flash Crash Tiefs, die wir hier im August markiert haben. So, das also zu Gold und Silber. Blicken wir noch mal ganz kurz hier auf Bitcoin. Schauen wir mal ganz kurz auch in die Chatbox. Aber ich glaube, Fragen sind bis jetzt nicht aufgekommen. Sollten sie wieder aufkommen, dann stellt sie jederzeit gerne. Mal kurz hier einen Blick drauf werfen. Okay, also hier ist auch alles fein. Hier muss ich jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen. Ich frage noch mal ganz kurz in die Runde, wie genau das Bild war, was ich hier skizziert hatte letzte Woche. Ich weiß, dass ich diesen Bereich hier um 47 zum Thema gemacht hatte. Hatte gesagt, wenn wir über diesen laufen würden, also uns stabilisieren gegen diese Region um, glaube ich, 45,5, stimmt das? Dass wir gegen diesen Bereich uns long positionieren könnten. Und ich hatte dann, hatte ich nicht auch ein Szenario skizziert gehabt, wo ich sagte, wenn wir jetzt eine Abwärtstrendstruktur hier brechen, dann könnte das durchaus nochmal ein Kandidat von der Long-Seite sein mit Ziel Rückeroberung der 47, die dann weiteres bullisches Potenzial bis 50 auf den Weg bringt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie ich das Szenario skizziert habe. Also es ist auf jeden Fall durch die jetzige Performance ist das eher hinfällig. Und wir sollten hier uns sehr vorsichtig jetzt aktuell präsentieren. Denn wir laufen nämlich nochmal in den Bereich eines, naja, Schlüsselbereichs ist jetzt übertrieben, aber es ist zumindest mal ein Tief, was ausgebildet wurde, post dieses Flash-Crashs, der letzte Woche am Dienstag hier initiiert worden ist. Und sollte es jetzt hier zu einem nachhaltigen Bruch unter oder Stabilisierung unterhalb von 44.500 US-Dollar eben tatsächlich kommen, dann wäre das ein ganz klar bärisches Signal, was die Wahrscheinlichkeit erhöhen würde, dass wir nochmal diese Flash-Crash-Tiefs anlaufen und eventuell sogar dann auch mit einem Fall darunter eben uns konfrontiert sehen. Was allerdings für längerfristige Überlegungen im Hinblick auf Krypto, Bitcoin generell eventuell gar nicht so schlecht wäre. Weil ich nämlich denke,
dass wir gegen diesen Bereich um diese blau gestrichelte Linie, den nehme ich übrigens mal ganz kurz hier raus. Das ist so diese Region um 40.000, 40.300 US-Dollar ungefähr, einen ganz attraktiven Long-Trigger finden, Chance-Risiko-Verhältnis technisch. Denn wir hätten nämlich in diesen Gefilden hier durchaus die Möglichkeit. Hat er die Linie rausgenommen, das ist nicht so gut. Ein Moment. Also das ist diese Region hier. Gegen diese Region, um 40.000, 40.200, 40.300 Long zu positionieren. Und wir hätten auch ein klares Level gegen, das wir riskieren könnten. Das wäre hier so der Bereich 37,4 ungefähr. Also das ist zwar jetzt ungehebelt schon verhältnismäßig großes Risiko, wenn wir hier gegen die 40.300 uns long positionieren mit einem Stop auf der 37.500, 37.300, haben wir ein Risiko von 2.700 bis 3.000 Dollar ungehebelt pro Bitcoin. Aber es ist ein ganz klares charttechnisch relevantes Level, gegen das man hier, denke ich, riskieren könnte. Denn hier, sobald wir unter dieses Level rutschen würden, würde auch nochmal die realistische Chance gegeben sein, dass wir tiefer einknicken, dass wir die Gefilde nochmal um 30.000 anlaufen. Der aktuelle Bias, der sich aber beginnt zu etablieren, den sehe ich ehrlich gesprochen eher pro Bitcoin an dieser Stelle. Also sprich, etwas anders formuliert, diese Region hier ist durchaus chancenrisikoverhältnistechnisch vielleicht ein ganz attraktiver Kandidat für die Long-Seite mit einem klaren Level, gegen das wir riskieren und wo wir auf der Oberseite eben dann auch ein klares Ziel eigentlich haben, nämlich Rückeroberung der 50.000er-Marke, beziehungsweise nochmal ein Anlaufen hier der 52,5, 53er-Region, was natürlich aus diesen Gefilden dann impliziert, dass wir halt zwar ein ungehebeltes Risiko von 2.700 bis 3.000 Dollar haben, aber nichtsdestotrotz auf der Oberseite auch eine Chance von rund 12.000 bis 13.000 Dollar mindestens, was wiederum CRV von 4 zu 1 und größer eben nach sich zieht und durch ein Trade, denke ich, ganz attraktiv werden lässt. Also sprich, wie gesagt, diesen Bereich gegen 40.300, den finde ich long-technisch oder aus der Long-Perspektive eigentlich ganz interessant, mit einem klaren Risiko hier gegen diesen Bereich. Da würde unser Stop an der Stelle eben liegen. Und unser anvisierendes Ziel liegt eben in diesen Gefilden da auf der Oberseite, beziehungsweise vielleicht sogar ziehen wir darauf ab, einen Break höher zu sehen und dann den Run in Richtung hier nochmal der 60.000er-Region. 59, erstmal 59,5, aber dann eventuell nochmal auch ein Gefilde Allzeithochs eben zu sehen zu bekommen. Also durchaus eigentlich ein interessanter Bereich, den man auf dem Schirm haben sollte und wo man dann auch entsprechend die Price Action beäugen sollte. Ich würde jetzt nicht pauschal ein Buy Limit in diesem Bereich legen, sondern diesen Bereich genauer beobachten und sofern wir uns in diese Gefilde eben bewegen, dann wiederum auf eine ganz niedrige Zeitebene gehen und hier einfach ein Signal für eine Stabilisierung ausmachen. Also wenn wir jetzt hier eine Abwärtssequenz zum Beispiel etablieren und dann entsprechend solch eine Abwärtsstruktur, dann würde ich einfach warten, wir stabilisieren uns gegen den Bereich, brechen diese Abwärtstrendlinie, konsolidieren oberhalb und würde das dann als Long-Einstieg eben tatsächlich in Betracht ziehen mit dem entsprechenden Risiko hier gegen diesen Bereich, den ich da ausgemacht habe. Ja, soweit auch eine Einschätzung zu Bitcoin. Also, fassen wir nochmal zusammen. DAX, Vorsicht, weil Bewegung wird seitens der US-Märkte, des Futures, des US-Future-Marktes nicht nachgezogen. Das ist ein Zeichen potenziell, dass wir auf der Unterseite in den US-Märkten noch nicht fertig sind und dem Abgabedruck, der sich dort eventuell zeigen könnte, wird sich der DAX kaum entziehen können. Sprich, Schlüssellevel hier im US-Markt ist die 4.500er-Region. Wenn wir die nicht zurückerobern, geht es eher nochmal südwärts. Erstes Ziel 4.450, Bruch unter 4.450 aktiviert die 4.420, beziehungsweise darunter dann den Bereich vielleicht sogar um 4.370 Punkte, wo nochmal eine ernsthaftere Attacke dann stattfinden könnte, die auch eine größere Korrektur dann auch in den kommenden Tagen vielleicht auf den Weg bringt, die uns Richtung 4.200 Punkte führen könnte. Tech verhältnismäßig stabil noch, aber eventuell bärische Outperformer, sobald dann mal so ein Crack in the Glass stattfindet, der sich dann auch beginnt zu verselbstständigen, also dass da wirklich ein Bruch dann und entsprechend bärisches Momentum sich auftut. Wie gesagt, aktuell erstaunlich stark, also auch wenn man dann auf klassische Titel aus der Branche, besonders in Nvidia beispielsweise derzeit blickt, die sich sehr, sehr stark präsentiert, oder Tesla, was wiederum Rückschlüsse zulässt, sollte dieser bärische Verlauf nicht eingeleitet werden, wären das eventuell sehr stark bullische Kandidaten. Ja,
Und das wäre es dann gewesen. Alles andere zu Gold hat mir jetzt gerade jüngst gesagt. Schlüssellevel 1775, 1780 an der Stelle. Bitcoin an dieser Stelle eben der Bereich hier roundabout 40.200, 40.500, diese Region ungefähr, die sich als Long ganz interessant anbietet für ein Trade zurück in Richtung und über diese jüngst markierten Hochs um 52,5, 53.000. Ja, und Gold, wie gesagt, Gold sage ich schon, Euro, US-Dollar, eventuell Rollover gegen den 18,10er Bereich, 18,20er Bereich, sofern es zu solch einer Bewegung eben tatsächlich kommt. Und das wäre es tatsächlich meinerseits soweit für heute gewesen. Ja, dann wünsche ich euch Happy Trading. Passt auf eure Stops auf, guten Start in die Handelswoche und wir hören uns morgen wieder. Wie gewohnt, 10:30 Uhr zum Morning Meeting hier gemeinsam mit Markets. Soweit sei es das meinerseits erstmal dann heute gewesen. Und ja, habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.